Hey alle, ui. Umwörter? Nein. Hey alle, hallo Leute und willkommen bei einem neuen Video von Sprich mal Schwedisch. Heute geht es um Wörtern, die es nur in Schweden gibt. Ich habe heute 5 Wörter für euch vorbereitet, die es so im Deutschen nicht gibt. Das heißt, man muss die Wörter mit mehreren Wörtern ins Deutsche übersetzen. Das erste Wort ist Dygn. Dygn bedeutet 24 Stunden. Dann haben wir Gapa. Gapa heißt auf Schwedisch also den Mund öffnen. Dann haben wir Blunda. Blunda ist die Augen schließen. Dann haben wir Jula. Könnt ihr erraten, was das bedeutet? Richtig, Ratschlagen. Also nicht ein Ratschlag geben, sondern ein Rad schlagen. Unser letztes Wort für heute ist Portol. Was könnte das sein? In Schweden ist es ja üblich, dass man Kaffee zum Essen kriegt, auch im Restaurant. Einfach so gratis dazu. Portol ist Kaffeenachschub und steht da Portol, dann kann man auch noch eine zweite Tasse nehmen. Manchmal steht da auch ein Preis für Portol. So, jetzt wirst du das. Portol ist also Kaffeenachschub. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video was dazugelernt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch geben. Und schreibt in den Kommentaren, wenn ihr ein deutsches Mundartwort kennt, das eine von diesen Bedeutungen vielleicht hat. Das würde mich sehr interessieren, wenn das so ist. Und sonst bis zum nächsten Video. Hey doch!